Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Punch Arroganz Carnivora 2 Intro, produziert von No 11 und Cube E-Tribe. Oh Gott, sorry für die Aussprache. Ja, auf jeden Fall freue ich mich mega drauf. Punch Arroganz, meiner Meinung nach komplett underrated, komplett underhyped. Beziehungsweise underrated ist er eigentlich nicht, er ist nur underhyped, meiner Meinung nach. Jeder weiß eigentlich, wie krass er ist. Viel zu lange nichts mehr von ihm gehört so richtig, außer jetzt letztens dieses Ding von diesem Turnier, sag ich mal, wo er Gotcha zurückgedisst hat, auch wieder übertrieben krass gewesen. Für mich, wie gesagt, Punch Arroganz einer mit der krassesten überhaupt und die Singles von früher und so, boah, so heftig teilweise, da wo er noch bei Babassat war. Schade, dass das alles so gelaufen ist, wie es da im Nachhinein gelaufen ist und die meisten nicht mehr online sind, die Videos. Ja, Punch Arroganz verfolge ich schon ewig, also seit dem VBT 2013, JBB 2013 und so. Seitdem verfolge ich den schon, wenn nicht sogar davor schon. Wirklich heftiger Typ. So, jetzt habe ich genug gelabert, bin ihm genug in den Arsch gekrochen. Schauen wir uns einfach mal den Track an, würde ich sagen, lieber. Let's do it, Freunde, Alter. Okay, sieht auf jeden Fall nach einem heftigen Video aus. Ist auch, glaube ich, 4K sogar. Sehr nice. Bin echt gespannt, Mann. Stell dir vor, du bist der Klassenbeste. Okay, wir gehen nochmal direkt an den Anfang hier. Geile Szene auf jeden Fall, wie er hinter dem Wolf herrennt. Gefällt mir mega gut. Stell dir vor, du bist der Klassenbeste. Obwohl du jeden Tag verpennt, verkiffst, kein Heft, kein Stift dabei hast und noch abgelenkt bist. Die Schule regelmäßig und alle zwei Jahre wechselst um geplante Umzüge. Später dann Gewaltexzesse statt... Der Einstieg ist auch direkt richtig geil. Atmosphärisch sehr nice. Gut aufgebaut. Gefällt mir richtig gut direkt. Umzüge, später dann Gewaltexzesse. Statt den Lösungen sah man später auf meinem Blatt getaggtes abgewechselt zwischen Einsen und Sechsen, doch alles bestens. Denn irgendwann war's wichtiger, perfekt den Takt zu treffen und nicht mehr Matheunterricht mit Opfern abzurechnen. Nice Zeile, gefällt mir gut. Technisch ist ja auch, beziehungsweise lyrisch ist ja auch ziemlich gut, immer meiner Meinung nach. Matheunterricht mit Opfern abzurechnen. Standardantwort, halt die Fresse oder bring mir was bei, was ich nicht schon lange weiß. Wieso ist alles so leicht? Mit Schüler mit Stock im Arsch predigen, wer als letztes lacht. Schulabgang, Plattendeal, ich glaube, sie haben recht gehabt. Da, Digga, ich schwör's dir, ich freue mich einfach wieder, was von ihm so zu hören. Ich freue mich auf das Album auch. Carnivora war auch echt gut, muss ich sagen. War echt ein geiles Album. Ich glaube, sie haben recht gehabt. Das ist die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite ist, man bezahlte mich nicht für Punchlines. Der gehörnte kleine Teufelshaar zerstörte meine Träume fast in einer Zeit, wo ich nur meine Merchandise-Verkäufe hatte. Ja, wie gesagt, das mit Zart ist auch ziemlich krass gelaufen. Ich denke mal, jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt und auch öfter von anderen Leuten, nicht nur von Punch jetzt, was zu Zart gehört hat, kann sich da sein eigenes Urteil bilden. Ich fand auch Snooze Button, das war ja der zweite Diss, glaube ich, gegen Zart. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Das ist auch einfach nur eine Beerdigung gewesen, Mann. Also Zart ist einfach nur verbuddelt mittlerweile so. Es ist halt wirklich krass. Träume fast in einer Zeit, wo ich nur meine Merchandise-Verkäufe habe. Sag mir, was bringt Hype, ha? Was ist Blindheit, ha? Du musst für dein Schicksal bereit sein, wenn dich der Wind treibt. Carnivora 2, glaub mir, ich bin kein Jungwolf mehr. Ich will am Boden bleiben, man trägt mich auf Händen zum Konzert. Sag mir, was bringt Hype, ha? Was ist Blindheit, ha? Denkst du, dass für meinen Respekt ein Blick auf deine Klicks reicht? Boah, die Stimme klingt so schön mächtig, ne? Brutal. Also wenn das allein schon das Intro hier so geil ist und auch 4 Minuten vor allem direkt, dann bin ich mal echt sehr hyped aufs Album. Blick auf deine Klicks, rein, Carnivora 2. Die Sicht ist nicht durch Pillen und Blanz getrübt. Ich bin blind vor Angst und Gnade, Raubtier ist mein Arche. Stell dir vor, du bist die Eins im Battle, obwohl du jeden Tag am... Okay, jetzt steigt er wieder genauso ein wie im ersten Part. Na, stell dir vor, was er da am Anfang gesagt hat, du bist der Klassenbeste und so. Jetzt kommt hier wieder, stell dir vor, du bist die Eins. Auch ein nice Stilmittel, mag ich immer sehr gerne.
Gnade, Raubtier ist mein Arche. Stell dir vor, du bist die Eins im Battle. Obwohl du jeden Tag am Kellnern bist, dein Hemd verschwitzt ist und du keine Scheine scherfst. Eine Krankheit dich zerfrisst, man, du erleidest Nächte, die du deinem schlimmsten Feind nicht wünschst und wirst nicht abgerechnet. Ja, also was er so alles erlebt hat schon, generell, wenn ihr mal ein paar Interviews von ihm gesehen habt oder so, oder ein paar Tracks, wo er so ein bisschen Real Talk betreibt über das, was ihm so widerfahren ist, wie er sich so als Kellner quasi gerade noch so durchs Leben gerettet hat mit Kohle und die Krankheit, die ihn so kaputt macht mit der Tilidin-Abhängigkeit und sowas, schon heftig so. Dabei ist das so ein korrekter Typ, echt schade eigentlich, was willst du machen? Ja, das würde sich selber denken, so, ja, hätte ich mal die Krankheit nicht, klar, aber kann man halt leider nicht ändern, ist trotzdem echt schade, ich würde ihm einfach nur Gesundheit wünschen, ja, weil er echt ein korrekter Typ ist und ein saugeiler Künstler. Gerechnet. Dein Masterplan basiert auf logischem Blick, doch dank der Schmerzen ist dein Kopf durch all die Drogen gefegt. Du machst dir Sorgen um den Ruf und deine Popularität, doch du hast Ausdauer, Ehrlichkeit und Loyalität. Ein General mit Männern kampfbereit, die Löwenherzen haben, die mit leerem Magen ihren alten König gern begraben sind, nicht aufzuhalten. Wir haben ein Fundament geschaffen gegen Top Ten und haben die Hater nicht ganz unverletzt gelassen. Ich finde auch seine Betonung immer so geil. Seine Stimme klingt für mich immer so ultra clean irgendwie, wisst ihr? Er ist für mich so sauber von der Betonung her. Ihr müsst euch auch mal das Jam FM Exclusive von dem reinziehen. Ey, brutal, wie krass der float, wie klar und wie gut er das einfach auch unnormal, wirklich. Auch mit dieser Atempause, wo er dann so, es reicht für den Flow und einen Schluck Wasser. Das ist so brutal geil gemacht einfach. Und er klingt für mich immer so ultra verständlich, dass es schon fast nicht mehr normal ist irgendwie. Und haben die Hater nicht ganz unverletzt gelassen. Das war der Weg bis hierhin doch komisch. Statt Glück und mehr Wohlstand entwickelten sich Psychosen. Verträge platzen, Beziehungen zerfallen zu Staub. Du fühlst dich wie in einem Albtraum und wachst nicht mehr auf. Kranke Location auch hier, Mann. Das sieht richtig, richtig geil aus. Heftig gute Location gewählt hierfür. Ich finde auch irgendwie, dass das Schwarz-Weiß passt zum Song. Also generell der ganze Schwarz-Weiß-Effekt auf dem Video passt sehr gut. Und das Video generell an sich macht eine geile Atmosphäre noch zusätzlich zu dem Song, der Beat und seine Art, wie er rappt hier. Sehr coole Atmo. Nicht mehr auf. Sag mir, was bringt Hype, ha? Was ist Blindheit, ha? Du musst für dein Schicksal bereit sein, wenn dich der Wind treibt. Carnivora 2, glaub mir, ich bin kein Jungwolf mehr. Ich will am Boden bleiben, man trägt mich auf Händen zum Konzert. Sag mir, was bringt Hype, ha? Was ist Blindheit, ha? Denkst du, dass für meinen Respekt ein Blick auf deine Klicks reicht? Carnivora 2. Ich schwör's euch, einfach geil bis jetzt, finde ich. Macht auf jeden Fall mega Bock aufs Album, der Track. Gnade, Raubtier ist mein Archetyp. Stell dir vor, du konntest lesen und schreiben noch vor der ersten Klasse. Jahre später gleicht dein Denken kratz an einer leeren Platte. Auch hier wieder der gleiche Einstieg wie in den anderen Parts. Stell dir vor, na, sehr nice. Das ist das Einzige, was ich nicht nice finde. Warum? Warum, Punch? Später gleicht dein Denken kratz an einer leeren Platte. In dir dieser Druck, du bist weit unter deinen Möglichkeiten. Doch willst aus den Trümmern deiner selbst hoch wie ein Phönix gleiten. Bin kaputt und trage statt einem Lächeln eine Teufelzahl. Ganz egal, wo ich da stand, ich brauchte einen neuen Plan. Und ich bereue es, ja, ich hab mich selbst verleugnet. Aber wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was Happy End bedeutet. Und ihr... Ah, auch eine miese Zeile, ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was Happy End bedeutet. Ah, das ist eine Seite, die fühlt man schon, ja. Auch die mit dem Tattoo im Gesicht. Happy End bedeutet und ihr könnt es nicht verstehen. Und wenn doch, hast du im Leben Glück. Lass dir von mir sagen, es gibt immer einen Weg zurück. Aus Angst wurde Verstand, aus Drogen Vitamine, aus der Arbeit meiner Hände. All das Geld, das ich verdiene, Mann, ich presse hier mit jedem Tropfen Rap aus mir, der in mir sitzt. Setz an diesen Punkten an und rede nicht von Blindenschrift, das Lämpchen. Setz an diesen Punkten an und rede nicht von Blindenschrift. Auch eine extrem geile Zeile und bei ihm finde ich sie nochmal einen Tick geiler, weil er ja früher über Jahre lang die Kontaktlinsen hatte und immer viele gefragt haben, ob er blind ist und so, was generell eigentlich immer stupid war. Viele haben es im Endeffekt auch dann irgendwann als Troll und als Meme benutzt, aber viele meinten das halt auch immer ernst. Nur weil er halt diese Kontaktlinsen drin hatte, haben halt viele gedacht, dass er blind ist. Und das wirklich eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, wer da die rausgenommen hat. Er hat das eigentlich ziemlich random gemacht damals, glaube ich. Einfach bei irgendeinem Song hat er dann einfach die Kontaktlinsen nicht mehr getragen. So.
Deswegen finde ich die Zeile bei ihm hier nochmal ein Stück geiler irgendwie. Diesen Punkten an und rede nicht von Blindenschrift. Das Level wurde gehoben und mein neues Ziel ist spreng die Norm. Ich bin zurück in meiner besten Form. Spreng die Norm, bin zurück in meiner besten Form. Kommt auf jeden Fall gut rüber hier, die Form, die er hat. Wie gesagt, ich fand diesen kleinen Mini-Diss-Track gegen Gotcha auch schon wieder richtig krass. Ja, ich freue mich mega auf das Album. Hoffe, da kommen jetzt ein paar krasse Sachen auf uns zu. Video, wie auch wieder generell, wenn ihr Tiere ins Video packt, so wie bei Contra K oder so, habt ihr immer einen Pluspunkt, Alter, weil es einfach immer geil aussieht, egal was ihr macht. Oh, Alter, wenn der Beat, das ist bestimmt irgendein Song vom Album, klingt auch schon wieder richtig krass. Ja, also ich habe wirklich Bock drauf. Ich habe Bock auf Carnivora 2. Ihr seht's hier. Ihr könnt überall unterstützen, wenn ihr wollt. iTunes, Amazon, Deezer, Spotify, dies, das, wie auch immer. Auf über 150 weitere Musikstreaming-Plattformen. Unterstützt Punch auch ganz ein bisschen, Leute. Der Link zum Original ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Leute. Bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.